Cookies! Yay! Upsi! Hey! Ich hab's gerade im Bildschirm gesehen. Ich so, hä? Das sieht ein bisschen falsch rum aus. Ja, ich habe Kekse gefunden, Peanut Butter, und ich bin so gespannt, wie die schmecken, weil ich mag ja voll Erdnussbutter. Und ich finde, die sehen halt auch so schon total lecker aus. Mit diesem Keks und dieser Erdnussbutter drüben, also crunchy, weil das sind auch Erdnussstückchen mit drin. Und dann halt noch überzogen mit Schoki. 25% Erdnusscreme. Mmh, lecky, lecky. Zutaten, Nährwerte am Ende des Videos. Und Verpackung müsste man noch kriegen. Gibt es da irgendwo so ein Einreiß-Dingsbums? Nö, ne? Nö. Ah, jetzt. Ah. Sechs Stück sind drin in so einer Aufbewahrungsform. Oh, die riechen schon so geil. Die riechen schon, aufgrund der Temperaturen schmelzen die sehr schnell in der Hand. Die riechen schon total geil nach Erdnussbutter. Oder wie ein Snickers. So in der Richtung. Fokus. Der Keks ist wie ein Mürbeteig. Alter, das ist draußen so warm. Am besten bei solchen Temperaturen sollte man die, glaube ich, in den Kühlschrank packen. Die schmecken so geil, ey. Der Keks ist, der zerbröselt dir schnell im Mund. Du schmeckst übelst geil diese Erdnussbutter raus. Von diesen Erdnussstückchen habe ich noch nicht viel geschmeckt. Aber der Geschmack, der kommt so richtig geil durch. Also da haben sie echt nicht zu viel versprochen. Lecker! Kann ich nur empfehlen. Ich möchte mal am liebsten den Preis sagen, aber ständig vergesse ich den. Wie man sieht, habe ich es auf jeden Fall bei Rewe gekauft. 130 Gramm sind hier drin, sprich 6 Stück. Und die Piepsis zeigen sich von ihrer besten Seite. Ich wollte gerade sagen, was hier ein Keks hat, aber da müsste ich jetzt rechnen. Aber 100 Gramm haben 555 Kilokalorien. 130 Gramm sind drin, kann man sich ja gegebenenfalls selber errechnen. Jo, also die haben auf jeden Fall Suchtfaktor pur. Und die musst du unbedingt probiert haben. Die sind mega, mega lecker. Oh, ein Träumchen. Judy, bis Sani Manski, Tschüssikowski, Haunze Reinski. Keine Ahnung, was es noch für komische Sprüche gibt. Also, bis zum nächsten Mal.